Ich schreib dich nicht an! Ah, schön. Alles gut. Einfach ein Strichmännchen daneben gemacht. Bring mich nicht auf Ideen. Ja. Ehrlich. Kennst du es also, Agent? Ja. Müsste ich jetzt hier eine 47? Ja, ich kann mit Kenzo Dinge tun. Warte, das ging falsch. Kenzo sieht es nicht. Kenzo sieht es nicht. Naja, ist gut. Ich will ihn nicht mobben. Er ist ein Piss. Hä, wieso? Warum? Erstmal 10 Clips erstellen. Mann! Das ist mir fies. Ich kenne euch. Ihr macht jetzt Clips, ist mir klar. WB Flo. Kennst du, macht's mir voll einfach eigentlich mit seinem Outfit. Anime-Charakter mit Handy. Ich merk schon, ihr macht Clips, ne? Okay. Ich mach keine. Ja, du bist doch gerade wiedergekommen. Ich noch am Tablet des Kacke. Ich nicht am Tablet des Kacke. Animus, das war klar. Sie macht Dinge. Aber kannst du das nicht ausstellen? Was genau? Wie wär's mit einem Anime-Pimp? Ich meine, Anzug trägt er ja schon. Jetzt noch eine fette Kette und Hut. Ja, gucken wir mal, was wir noch machen. Erstmal muss ich das Grundgerüst hier. Achso, du meinst Chloe, okay. Schwarz auf schwarz ist scheiße.
Obwohl Schreiben generell ist damit scheiße. Mit dem Tablet ja. Boah, schwarz auf schwarz ist echt übel. Man merkt gerade bei gewissen Streamern den Verfall, wo das neue WoW-DLC da ist. Auf einmal streamen sie alle 12 Stunden plus. Das ist echt ein Suchtfaktor. Oh ja. Das stimmt. Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Mal schauen, ob Google das jetzt besser macht. Hast du eine Variante?
dass du den Hintergrund heller machst, damit die schwarzen Linien klarer werden. Ach so, ja. Das funktioniert sonst nicht beim Dingsbums Gedöns. Ist allgemein schwierig, schwarz auf schwarz, aber ich krieg's hin. Eine Kanne Kaffee trinken, uff. Alter, Oberste, bist du bescheuert? Was hast du bitte vor? Ich werde zum Glück nie süchtig nach irgendwas. Könntest du theoretisch erstmal graue Linien machen und die alle in schwarz ändern, oder geht das nicht? Doch, kann ich. Ich kann jede Farbe nutzen. Aber ich meine halt schwarz auf schwarz, weil das, der Kontrast so extrem ist von seinem Anzug. Und dass man dann halt die Konturen nicht mehr von dem Zeug sieht. Also so richtig. Aber es geht. Ich habe schon ab und zu mal Anzüge gemalt, deswegen geht das. Wie klar. Erstmal hier. Jetzt brauche ich ein bisschen Hilfe hier. Ja, natürlich, sonst wäre ich nicht hier. Ja, ja, ja. Aber eine ganze Kanne? Ich weiß nicht. Ah, ist die Musik so aggressiv?
Kann ich die Musik wieder wechseln? Ist gerade die... Jetzt kommen gerade die Hardcore-Lieder. Ja, jetzt kommen die Hardcore-Sachen. Okay, dann gehe ich halt hier wieder rüber. Die Musik geil. Ja, ich auch. Aber ein bisschen wechseln. Wir hatten ja voll die ganze Zeit schon Metal. Alles klar, Chloe. Die Frage ist, kennst du es jetzt nicht da, ne? Soll ich ihn 1:1 machen oder? Er wollte nur als Anime-Charakter, ne? Dreckiger. Was meint ihr bis jetzt? Mirko ist zur Arbeit gefahren. Speichern. Seid ihr in einem Streit eher die Schreier oder die zivilisierten Ruhigen? Ich persönlich mag es nicht zu schreien. Ich mag es auch nicht angeschrien zu werden. Eher ruhiger. Außer es ist wirklich mega heftig, aber eher ruhige Person. Ich will Streits eigentlich vermeiden, also. Jetzt brauche ich sein Bild aber nochmal. Referenz hier. Keiner will streiten, aber sie kommen halt zwischendurch mal wieder. Ja, leider. Es kommt dann halt auch auf den Tag noch an. Falls der auch noch scheiße war, dann passiert sowas dann noch schneller und ja. Aber wie Flora schreibt, es kommt auf den Streit an. Er sieht echt aus wie einer von Man in Black oder aus Matrix, ey, ohne Scheiße. Ich bin leider mal so aggressiv, deswegen streite ich nicht gerne, hasse das an mir. Also ein impulsiver Mensch bist du. Willkommen, Beckus
Tryux. Ich muss sagen, ich finde das so als Skizze eigentlich voll geil. Kenzo, wo bist du? Reicht es? Also ein bisschen Trance, mehr Bass rein. Ja, oder? Wäre schon geil. Toll. Jetzt hast du Bass gesagt, jetzt kommt sowas. Nee. Golden Boy, so hieß das. Ja, ich kenn's. Habe ich von meinem Vater. Ja. Viel Spaß im Look. Mehr ballern. Ja!
das schön, Trey, dass du Spaß hast. Ja, Pokémon muss ich nur anfangen. Thank you.
Oh Gott. Dankeschön. Hallo Just. Neun Anrufe in der ersten Stunde. Uff. Okay, ist gerade arbeiten, Animus.
Ja, ich würde es auch noch spielen. Irgendwann. Hoffentlich bald. Wanna catch them all? Ich weiß nicht, ob ich dafür die Zeit habe, aber gucken wir mal. Ich würde die wahrscheinlich eher privat sammeln. Ist die Krawatte muss rot. Ist aber nicht rot. Sonst sieht der wirklich nur aus wie Agent 47. Nur mit Haare. Agent 74. Ah. Andersrum. Viel Spaß, den Dick. Rettungsdienst Defi. 63 ist schon Max, da muss man schon sehr verzweifelt sein. Hab ein Glumanda ready. Glumanda. Oh Gott, Sven, ist dein Dito auch so eine Gebärmaschine wie bei Keks? Ich zeig euch an. Ich ruf die Peter. Peter. Klar. Meine. Habe ich hier gerade übermalt? Ja, habe ich, weil... Wahrscheinlich ist Dito Vater, Mutter von all meinen Pokémon. Oh Gott. Pokémon. Ihr habt höchstens ein AED. Defis haben nur Krankenhäuser und Rettungsdienst. Ein Dito und fünf andere Pokis. Ich fühle mich schmutzig. Solltest du. Schäm dich.
Shame on you. Ich werde Kensos Bilder aber heute nicht fertig kriegen. Vielleicht machen wir es morgen fertig dann. Ah, ich habe schon mal einen Anfang. Das ist schon mal gut. Boah, man könnte ihn vorher als Yakuza-Boss machen. Jetzt diese auffälligen, immer so auffällige Anzüge immer. Krasse Mustern und so. Und die Haare dann so gefärbt, so schön gefärbt. Er sieht schon aus wie so ein Yakuza. Du wolltest doch nur, du ist kein Kolorierer, deine Worte. Ja. Das stimmt. Ich wollte nur schon mal anfangen. Man könnte daraus auch Albert Wesker machen. Kennst du, sieht aus wie Albert Wesker, ja, ohne Scheiß. Was mit ihm? Wir müssen ihn beobachten. Läuft, denke ich, meine Aufnahme noch? Ja, läuft sie. Verdammt. Das kann gegen mich verwendet werden. Vielleicht ist der Albert Wesker. Ja, wir müssen ihn mal fragen. Wir müssen ihn mal fragen. Ja, du musst vor Tera ganz, ganz große Angst haben. Gute Nacht, Big Cat. Er suchtet es, Sven. Also es macht ihm Spaß. Aber er war nicht wirklich heute aktiv oder anwesend. Der galaktische Keks-Animus. Animus, gib dir Mühe.
Ich hoffe auch, Sven. Wäre auch besser für die. Wie viel Zeit denke ich noch? Bin ja gerade so in meiner eigenen Welt. Hab Kopfschmerzen. Gute Besserung. Bin noch fit, aber muss um 0 Uhr los. Topfit, kann aber auch am Kaffee liegen. Ziehst du jetzt echt eine ganze Kanne rein? Ich bin K.O., aber muss ja wach sein. Tja, der Flo muss auch noch arbeiten gehen. Warte, nee. Das ist zu später machen. Ich will ihm so ein rotes Auge verpassen wie Terminator. Das klingt so vorwurfsvoll. Aber ja, ist eine ganze Kanne geworden. Gönn dir. Es muss aber so ein leuchtendes sein.
Wenn das so weitergeht, sieht es am Ende aus wie Zorro. Ich kann nichts dafür, dass hier so aussieht. So sieht Kent so aus. Er wollte, dass ich ihn als Anime-Charakter mache. Er sieht halt so aus. Er ist ein Zorro. Trey, danke für die Vergiftung an Undead. Er ist einfach alles in einem. Ja! Was mit Kenzo? Der ist irgendwie alles. Mein Thron ist noch nicht fertig. Stundenschichten, was zur Hölle? Ach du Scheiße. Da geht man doch kaputt. Das ging nicht so geil. Try, danke für die Vergiftung an Stream-Elements. Also Stream Elements freut sich. Dankeschön. Ja, es blitzt dann ganz doll. Try verschenkt noch einen an Maupel. Dankeschön. Jetzt hast du insgesamt 630 auf dem Kanal verschenkt. Heilige Scheiße. Vielen, vielen Dank. Wenn mal was nicht läuft, haben wir drauf. Ja, so läuft das. Wow, Animus. Das Zorro als Selfie. Glaube, ich werde Kenzos Haare grün machen. Er wird als Zorro angesehen. So, PP wieder streiken. PP. Also PayPal meinst du jetzt, weil du Subs verschenkt hast. Wieso streikt denn PayPal? Was machst du? So, hatte grüne Haare. Ja. Also der im Anime. Schlag mein PC! Ich mach gerade Asia-Pfanne mit Reis. Geil, gönn dir. Ja, ist, glaube ich, das Sven.
So. Markier das mal, falls das Kenzo nicht gefällt. Hatte auch ähnliche Probleme wie du, Liz, mit Codierung überlastet, obwohl es nicht zum Überlassen gab. Okay. Das ist ätzend. Hallo, Heiko? Ich höre auch nachts so meine Stimme, die sagt, bitte töte mich. Oh Gott. Dein armer PC. Das ist schon krass, Maya. Jetzt erst der Mittag ist. Muss so schauen, wie ich ein gutes Renderprogramm auf den neuen PC dann bekomme. DaVinci Resolve. Ist kostenlos. Nein, hat keine Wasserzeichen, sonst würde ich es nicht nutzen. Kannst damit ganz normal rendern. Das ist richtig krass und komplex. Alles klar, Trey, schlaf gut. Du musst einfach nur DaVinci Resolve eingeben. Das wird auch laufend geupdatet. Also kommen immer mehr Funktionen und so hinzu, also ist schon ziemlich krass.
Ist vielleicht am Anfang ein bisschen viel, weil das ist halt professionell, aber halt. Hallo David. Hatte so einen Lami-Füller in der Schule. Ich muss googeln. Wie die aussahen. Hatte die nicht jeder? Oh ja. Ja. Hatte ich. Und, aber ich hatte mehrere Füller. Ich hatte nicht nur Lami. Oh ja, Pelikan. Ich habe diese Pelikan-Füller gehasst. Hatte ich auch. Bei mir sind die Füller immer irgendwie, wir haben halt sehr viel geschrieben und irgendwann sind die dann RIP. Wenn man zu doll aufgedrückt hat und so. Ja. Gefühlt hatte ich irgendwie viele Füller. Ja. Alles klar, Sven. Schlaf gut. Gute Nacht, Thor. Die waren auch scheiße, ich habe genommen, was meine Eltern gaben. Ja, ich hatte auch keine Auswahl. Die waren halt auch sauteuer. Also ich finde Kulis am angenehmsten zum Schreiben. Ja. Ich glaube, Lami war teurer als Pelikan. Meine Familie hatte damals auch nicht viel Geld. Ja. Lami habe ich auch, glaube ich, erst später gekriegt. Es gab ja halt immer diese Füllerpflicht. Das war so nervig. Irgendwann, dann war auch egal. Warum nennen wir Kugelschreiber eigentlich Kulis? Na, weil sie sich kugeln. Es tut mir leid. Es ist spät. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe Nackenschmerzen, das ist der Grund. Jetzt habe ich Angst. Nee, Animus, ist es nicht. Ist es nicht. Sagen, ja, ja. Thank you.
Aber es Couchgelesen musst du lachen. Mhm. Bitte was, May? Bitte was? Alles klar? So eine Nudel habe ich mir zu Weihnachten geschenkt bekommen. Wirst dich drüber freuen, sagte man mir. Sieh mal, wie er Pimmelnudeln isst, Alter. Wird heute gut schlafen. Bis heute gammeln sie in der Ecke. Können sie gerne rüber sein. Nee, das sind deine Pimmel. Behalt sie mal. Außerdem habe ich hier auch so viele Nudeln rumzuliegen. Aber keine Pimmel. Nudeln. Nee, danke, okay. Ich hab genug Nudeln hier. Oh Gott, May. Uff. Nee, Flo kann sich nicht alles erlauben. Das stimmt.
Alles klar, Flo. Dann danke, dass du da warst. Ruhige Schicht. Ich muss aber auch gleich ausmachen, weil wir sehen uns ja morgen um 23.00 Uhr wieder, weil um 1.30 Uhr ist die Game Awards.
Ich lasse euch mal machen. Ja, ich mach meins. Mein Nacken. Ah. Kommt jetzt Yami her? Gibt's ja noch. Yami schreibt so wenig. Man denkt immer, er ist nicht da. Ich muss mal speichern. Ninja-Style. Ninja-Style wie Klaus. Albert Wesker ist bald fertig. Ohne Scheiß, das müsst ihr Kenzo denn sagen, wenn er. Ich weiß nicht, ob er morgen da ist. Aber hallo Albert Wesker, wir nennen ihn nicht mehr Kenzo. Nee, ist vorbei jetzt. Alter. Wow, May, nicht wirklich jetzt. Wer muss aufgeschnitten werden? Yami, den musst du aufschneiden. Der verrottet. Doch gerade gelesen, wow. Oh boy. So, kennst du es auch so eine Kalkleiste wie wir?
Also kriegt der Kalkfarbe. Ja, das Problem ist, wenn die Sachen aus dem Sortiment nehmen und es dann mit neuer Rezeptur rausbringen, schmeckt es meistens scheiße. Das ist genauso mit Kinder-Schokobons. Die schmecken nicht mehr so geil wie damals. Die haben da irgendwas an der Rezeptur geändert und die schmecken seitdem richtig kacke. Also mir schmecken sie nicht mehr. Ich habe die sehr gern gegessen. Also nicht mehr so lecker wie sonst. Also bei Bärenmarke Kakao, echt. Allerdings ist ekelhaft. Wakisashi. Ich habe ein Wakisashi. Von Bärenmarkt gab es auch mal einen richtig leckeren Riegel. Okay. Gibt es nicht mehr? Ich weiß davon nichts. Wisst ihr, was ich noch habe? Tzatziki. Im Kühlschrank. Dort ins Bett gehen, ne? Ich krieg jetzt Hunger. Tzatziki! Gönne gutes Tzatziki pur jetzt. Ich esse das öfter pur. Aber wenn ich so einen kleinen Hunger habe. Und mich dafür kritisieren, dass ich Erdnussbutter pur esse. Ja. Ein Tanto, ein Wakisashi und drei Katanas. Ja, ein Tanto habe ich auch. Ich sag mal jetzt nicht, dass ich mit so einem Schwert im Bett schlafe. Scharfe Angelegenheit. Ja, das ist wirklich scharf. Vom Aussehen her scharf.
Ja, du meinst Seppuku, ja. Ist schon einfach krass, dass sie sich denn da hinhocken, sich den Bauch aufschlitzen. Ist schon. Ich wollte scharf im Bettgefährten schreiben. Ja, ist mein Schwert auch. Es ist wirklich scharf. Vom Aussehen her. Ich habe ja so eine Schlafcouch mit zwei Hälften und auf der einen Hälfte ist Ersa mit dem Schwert. Also ich habe zwei scharfe Dinge in meinem Bett. Nee. Gut, dass Flo nicht hier ist. Wieso macht mir Angst? Jetzt erst! Nicht sagen, nicht sagen, nicht sagen. Nein, das scharfe Schwert hat nicht Ersa selbst, sondern es sind zwei separate Dinge. Japanische Kinder waren krass. Die Geschichten von einer Familie, wo der Vater Schande über die Familie gebracht hat und die Kinder, das jüngste Kind, war irgendwas um die 8, sich dann selbst entleibt hat, um die Ehre wiederherzustellen. Ja, das ist schon uff. Einfach komplett anderes Leben auch. Da ging es nur um Ehre und ja. Ehre verdienen, Ehre verlieren. Und was halten sie davon? Ja. Leid, Tod. Der Flo ist ja jetzt zur Arbeit gefahren, der ist jetzt gar nicht mehr da. Nee, das kann man aber nicht sehen. Also wann entfolgt wurde und man sieht nur, wann du seitdem da folgst, seit 21. Februar. Aber wann du... Ach ja, Flo ist ja weg. Ja, der ist jetzt seine Qualen allein. Noch okay, da. Also ich habe keinen Bock mehr auf diese Musik. Klar, die wurden halt jahrhundertelang so erzogen, sind so aufgewachsen. Es hat sich einfach da komplett so ergeben dann. Das ist für die einfach ganz normal gewesen. Samurai-Familien oder andere hoch angesehene Leute.
Das ist heute noch so. Ja. Nur anders halt verpackt. Sowas wird sich nie ändern. Nur, dass die Menschen immer mehr Schmutz werden, einfach. Keine Ahnung. Also, die heutige Zeit weiß gar nicht mehr, was Ehre ist. Gerade! Ich meine, es gab eine Zeit, da war auch Tradition, Hexen zu verbrennen. Ja. Sowohl männlich als auch weiblich. Aber mehr natürlich weiblich. Da wurdest du einfach wegen allem angeklagt. Ist egal, was du gemacht hast. Du musstest nur einfach denjenigen nicht passen. Fertig. Oder kennst du dich ein bisschen in Kräuterkunde aus? Alter, bist du eine Hexe. Bist mit dem Teufel dann im Bunde und das ist einfach krank. So haben sie systematisch den Leute raus... Naja, raussortiert, die sie halt gefährlich werden könnten oder die sie nicht leiden konnten oder einfach Spaß hatten, Leute anzuklagen, damit sie verrecken. Einfach... Uff. Menschen sind schon schrecklich. Ben, wo kommst du denn hier? Sterb langsam hier. Weil die alte Runde hier. Ja, fast immer. Kann man nochmal speichern? Das Gewürzhändler Hexe. Ja, wirklich. Ist das wirklich so? Oder weil die katholische Interesse an deren Grundstück hatte. Ja. So sind sie am einfachsten die Leute losgeworden. Von Asterix bei den Olympischen Spielen komme ich her. Ah. Autsch, Animus. Ah. Wie geht's dir stets? Och ja, der Mittwoch war kacke. Bei mir jedenfalls. Oh, mein Nacken tut weh wegen dem Zeichnen die ganze Zeit. Ich hab vorhin das hier gemacht. Bin ja noch da, um den Altersdurchschnitt nach unten zu ziehen. Und jetzt zeichne ich jemanden aus der Community. Als Anime-Figur. Oha! Ja. Also das Bild... Ja, es ist gut, dass ich alles jetzt verschiebe.
died. Also, ich sehe 1:1. So. Kenzo-chan. Anscheinend kann ich das. Real-Life-Menschen in Anime-Figuren verwandeln. Ich kann etwas. Hallo, Otternase. Oh Gott. David. Danke für 7 vergifteten. Diese kann ich mir reden. Die 7, da stotter ich. Für 7 vergiftete Subs an die Community. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
lieb von dir. Oh, mit Draven, ich habe schon mal Meat besoffen. Wo ist Draven eigentlich? Auch schon lange nicht gelesen. Ultra-Hoodie, ja. Zordon. Crescento. Viele Namen, die mir was sagen. Ganzen alten Hasen, ja. Ich habe Med gehört, ja. Ultra Audi. Alte Nasen. Ja, Otternase, du auch. Oh Mann. Alles klar, May.
hab's auch geguckt und hab voll übersehen, in den Discord zu hüpfen. Oh nein, Ben! Ich hatte extra sogar mehr Slots gemacht, dass mehr Leute dazukommen können. Also, mir hat's sehr Spaß gemacht. Ich musste oft lachen. Bis zum Schluss haben wir geguckt. Ben, das macht Gebühren. Nee, ist nicht genug, Ben. Muss bestraft werden. Doppelt. Dreifach. Ich hoffe, das wird Kenzo gefallen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin bei sowas immer sehr... selbstkritisch. Alter Ben, was so viel. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich die Haare mache. Mache ich seine Haarfarbe oder? Das würde ich ihm gerne eigentlich fragen, dann ob er da irgendwie noch Bock auf irgendwas hätte oder. Ah, das Thema ist gerade Asperger. Okay. Ja, das kenne ich schon von Yami. Ich ertrage ihn. Der Dreckige. Aber nicht, wenn man was so als Clique essen geht und man ist voll und dann will er, gibt er dir dann noch mehr Essen und du kotzt fast. Hm? Dann Pfannkuchen. Willst du noch Krebs? Hm? Ja. Alter, ich hab fast gekotzt wegen den Crepe. Ich war so voll, das Essen war bis hier und dann gibt er mir noch einen Crepe. Ich hab fast gekotzt. Ich hab das alles nur aufgegessen, weil, ne? Nicht essen und so wegschmeißen, aber ey, boah. Ich habe gelitten. Ich habe richtig gelitten. Ich bin gelaufen, als ob ich gleich wirklich explodieren werde.
Richtig. Also ich hatte wirklich Schmerzen. Das war nicht lustig. Ich will nie wieder irgendwas essen. Trauma einfach. Aber Krebs sind geil. Ja, aber wenn du bis oben in voll bist mit Magen, ich habe ja noch nicht mal das Essen selbst alles geschafft. Und dann noch, oh, ich bin einfach fast gestorben. Ich habe es mir runtergequält, aber... Wieso wir wieder zu am Essen gehen? Nee, ich will nicht mehr mit euch essen. Nee. Alles klar, okay. Das ist jetzt Karma. Gleich Elisa, all you can eat. Ja. Oh, you can alles in deine Fresse hauen, ja. Ich schlag dich. Wenn ich nur dran denke, kriege ich schon da gerade Magenschmerzen. Euch aus dem Lurk zu beobachten, ist ganz witzig. Aha! Hallo Nilmo. Ja, Melissa, mit wohl sehr tiefe Emotionen. Ja, Hass. Hass, einfach nur Hass. Sind einfach als Gruppe immer essen gegangen. Aber danach bin ich einfach tot. Gute Nacht, Undead. Schlaf schön. In erster Linie Hass und Magenkrämpfe, Animus. Oh, ja, aber wirklich. So, man kann mit allen essen gehen, ist ja nichts dabei. Aber ich hoffe, du kannst viel essen, Animus. Yami hat einfach ein Loch im Magen, das ist unfassbar. Der isst und
wirklich Portionen und danach kann der einfach direkt wieder essen und will dann hat immer noch Hunger. Ey. Du kriegst einfach die Kotze. Der hat einfach ein Loch im Magen. Das, ich glaube, das verdaut er einfach direkt. Das ist einfach direkt im Magen und zack, weg. Also wirklich, das ist schon krass. Einfach, nee. Kann das menschlich sein? Das ist so übel. Er teleportiert sich in eine andere Dimension. Der versteckt es so wie Eichhörnchen, die Wintervorräte sammeln, packt er das dann auch woanders hin. Ach, so viel esse ich gar nicht. Ja. Nur ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Ja, aber in zehnfacher Menge. Je nach jemanden, für den es sich lohnt zu kochen. Ja, locker. Also, es ist ohne Witz, Yami kann richtig viel essen. Ich war auch nicht im KFC. Warum bekommt er meinen Spiegel auf den Kopf? Nee, ich musste gerade seine Haarfarbe circa. Mach das jetzt erstmal und falls er eine andere Haarfarbe haben möchte, muss er mir das dann schreiben, wenn er da ist. Aber ich mach erstmal fertig. Eigentlich wollte ich es heute nicht fertig machen. Ich wollte eigentlich ins Bett gehen, aber. Wenn ich mal anfange zu zeichnen. Und so oft mache ich das ja auch nicht, deswegen. Ich glaube, ich nutze das gerade ein bisschen aus. Weiß ich, Animus. Hat sich nie ergeben. Konsequent wie immer. Nur mal kurz die Rüstung testen. Oh, Xenoblade ist fertig. Ups. Ah, der Witz wird nie alt. Ich übertreibe die Woche ein bisschen, ne? Montag 3 Uhr. Das ist jetzt auch schon wieder 1 Uhr. Morgen sehen wir uns auch. Wegen den Game Awards. Ja.
Nee, danke. Ich hab wohl keine Gesellschaft. Ich will nur essen. Aber human. Essen? Ja, nee, nicht von euch. Nee. Nee. Also Community-Treffen im KFC. Ja! Das ist schon geil. Wir reservieren einfach alles. Wir nehmen einfach ganzen Plätze. Nur wir alle sind in diesem KFC dann drinne. Dann lache ich ganz laut. Mit Med. Ja, mit Med wird, ja, ja. In Wien gibt's, by the way, einen KFC. Ja, es ist sehr nah. Ich spanne noch ein bisschen. Psst. In Berlin gibt's ganz viele KFCs. Ja. Wie Pilze. Ich liebe diese Pilze. Ein Meat und Greed. Wow! Scheiße. Okay, der war schon gut. Der war nicht schlecht. Oh Ben, nicht dein Ernst. Jetzt geht's los hier. So mitten in Berlin? Nee. Thank you.
Oder mochte der Bot was nicht? Hauptbot. Ja, ich habe Crisis Core vorbestellt, natürlich. Ich hoffe, es kommt auch pünktlich. Das wird schön. Vorbestellt zocken sich schon einige? Ja. Meins kommt morgen an. Dark Reno, ich wünsche dir jetzt Gebühren. Es ist schon da. Yami, ich wünsche dir Gebühren und Durchfall. Richtig flüssig. 3 Monate. Also habe ich das gekauft, also ich habe die PSP-Version. Egal, kriegst du jetzt 3 Monate Durchfall. Ist einmal ausgesprochen, ist vorbei. Selber schuld. Viel Spaß. Kauf dir viel Klopapier. Die gehe ich nochmal essen. Die Fresse. Ich hab's nicht. Gut. Ich wünsche dir trotzdem Gebühren. Weil du es nicht hast. Also nicht vorbestellt. Diese Leute, die kein Crisis Core holen, ey. Okay, dafür auch Gebühren. Aber gemeinsame Streamer leben ja Gebühren. Ihr seid gerade straffällig. Ich muss euch bestrafen.
Oh, Alter. Ich habe meins bestellt zusammen mit Yu-Gi-Oh! Karten, dachte, die schicken alles zusammen, aber die haben die Karten schon losgeschickt. Vielleicht haben die es ja doch mit reingetan, ich hoffe es zumindest. Aber haben die mir auch bis jetzt nur das Geld für die Karten abgezogen? Dann werden die das wahrscheinlich wirklich erst zu Release dann.
Ah, danke, Ben. Gut. Ja, das Lied hatte ich Tatsache für den Tankstellen-Simulator damals rausgesucht. Ich kann die Krawatte ja noch ein bisschen rötlicher machen. Jetzt hat es rot mit drin. So, ich bin gleich mit Kenzo fertig. Erstmal. So muss ein Männerklo-Manager aussehen.
Ist schon ganz durchsichtig. Ich finde das eigentlich voll cool, den Effekt. Er hat im Grunde rote Augen. Vielleicht ist er ein Yokai in der Anime-Welt. Ich meine, das ist ja auch hier japanisch und so, ne? Deswegen. Der hat sich jetzt in die Welt dorthin geportet, um dort seine Aufgaben zu machen. Er ist Man in Black. Und er hat seinen Blitzdings in der Hand. Scheiße, sein Handy könnte dieses... Guck mal da rein. Du wurdest geblitzdingst. Oh, wow. Geil. Dafür kennst du einfach eine Geschichte erfunden. Das ist ja richtig geil. Mich hier gerade verarschen. Ich hätte es noch mal. Nein! Oder geht doch so, ne? Hallo, Preyakin. Schönen guten Abend. Wir haben beide Geburtstag. Ja. Ja. Ist bald wieder soweit. Das stimmt. Danke, danke. Ja, die meisten schreiben Liz, weil es kürzer ist. Also mich stört es jetzt nicht, aber... Kenzo wird sich freuen. Hoffe ich doch. Sonst banne ich ihn. Als Schütter gebannt. Ja. Ich schreibe Lisa, weil die so heiß. Ja. Also. Die gleiche Kappe. Echt? Geil. Ist schön bequem. Aber diese Bannandrohung. Ja, hallo, ich habe jetzt hier Stunden reingesteckt.